Damit man weg, wie der 30 Jahre alt, in diesem Struktur.
Kuppeln war ohne der Grund, weshalb man sie in den Zoos überhaupt halten konnte. Später wurde das aus Tierschutzgründen natürlich verboten und man hat dann nur noch die Länge der Schwungfedern gekürzt, dieses Stutzen. Das tut denen nicht weh, das ist für die Stress, weil sie werden gefangen und so, aber es ist physisch kein Stress, weil es tut denen so weh, wie euch Haare schneiden. Perspektivisch wird es so sein, wie wir es hier haben, dass alle Wasservögel, die man in den Zoos halten kann, dann immer unter übernetzten Bedingungen sein müssen. Ja, also so hier, das, wir haben alle Daten, die wir brauchen, gehen wir zurück in die Zooschule, schmeißen das alles in den Kopf, damit das alles zu Ende machen. I'm going to go to the hospital.